Schlotterli, Schlotter! Alles voller Schnecken. Tag, Wilhelm. Heini. Was bist du denn hier? Schraube. Ist total verrostet. Aha. Zum verrückt werden. Ich will gar nicht weiter stören. Hast du was für uns? Meine Mutter schickt mich wegen dem Huhn. Sie hat sich im Kopf gesetzt, heute unbedingt ein frisches Huhn zu backen. Werner! Komm mal her! Tag, Werner. Na, fleißig? Da soll man bloß auf die Lütte aufpassen. Mach ich doch. Pass auf, Heinis Mutter braucht einen Huhn. Dann nimmst du eins von den Alten, das sowieso keine Eier mehr legen kann. Das fängst du ein und gibst es ihm, klar? Klar. Gut. Sag mal, ist das eigentlich schwer, so einen Huhn zu fangen? Nein. Ich hab dir auch gesagt, du sollst hinten in deine Ecke gehen und spielen. Willst du das da oder das da? Ist auch ein altes. Mir egal. Mir völlig egal, weil ich doch nicht esse. Ich esse nämlich keine lebendigen Hühner. Aber es wird doch gebraten. Aber jetzt ist es doch noch lebendig. Du bist aber komisch. Das sagt meine Mutter auch immer. Warte mal. Dieses verrückte Ding weg. Da kommt man hier gar nicht zum Spielen. Mensch. Komm. Hier bleibst du jetzt sitzen. So, wir erinnere mich nicht daran. So. Aber trotzdem besten Dank. Also. Tschüss dann. Tschüss. Werner. Gib mir mal die kleine Rotzange. Rotzange, habe ich gesagt. Rotzange. Jetzt geben wir mal einen Ringschlüssel, einen 36er. 36er. Steht nur 36 drauf. Ja, ist gut. Ich helfe dir. Ja. Jetzt geht's. Nur mal die Ölkanne, bitte. Oh. Hat Sandra mitgespielt. Ja, muss eben ein bisschen besser aufpassen. Ne?
Jetzt kannst du wieder mit Sandra spielen gehen, hä? Thank you.
Siehste, es hat dann nur davon, beinahe wäre ich abgestürzt. Jetzt würde ich da unten liegen. Hätte meine Arme gebrochen, hätte meine Beine gebrochen, könnte nichts bewegen. Wahrscheinlich muss ich sterben. Nein. Ich bin nicht da. Werner! Anhalten, habe ich gesagt. Scheiße. Ach, Mist. Der Sack ist schwer. Dann sind die Säcke heute schwer. Kleini? Ein Geist? Ach, du bist es. Ich hab vielleicht eine Wut. Ich hab vielleicht erstmal eine Wut, kann ich dir sagen. Und auf wen hast du eine Wut? Auf meine Mutter. Und ich auf meinen Vater. Ich hab sie doch heute Morgen schon alles erklärt. Ich esse keine toten Hühner. Und sie, meine Mutter, sie will mich dazu zwingen. Und warum sagst du ihr nicht einfach die Meinung? Ja. Weißt du, was ich machen würde? Na? Ich würde... Du würdest dir das nicht gefallen lassen? Auf gar keinen Fall. Ja. Du hast recht. Du hast recht. Du hast recht. Ich lass mich nicht so einfach von meinem Vater schlagen. Na, unmöglich. Und du musst deiner Mutter einfach mal die Meinung sagen. Ja, du hast recht. Und das tue ich jetzt auch. Mit meinem Vater. Ehrlich? Na klar. Glaubst du, das lasse ich mir so einfach gefallen? Ha! Eins sag ich dir, Mutti. Nicht mit dir. Mit mir nicht. Das kannst du vielleicht mit Papi machen. Aber nicht mit Heini. Sonst flippt Heini nämlich aus. Ich hab ne Wut! Auf dich!
Kinder können ja auch nichts dafür. Ich wollte dir noch was sagen. Aber ich hab's vergessen. Na, dann denk mal scharf nach. Keine Widerrede, Heinrich. Das sage ich dir. Sonst kann ich auch andere Seiten aufziehen. Oder soll ich den Kochlöffel sprechen lassen? Na, entscheide dich dann. Na bitte, es schmeckt doch, oder? Pass mal auf. Der Mogel.